Ja, ich bin dieses Jahr seit 25 Jahren Honorargeneralkonsul von Mosambik. Und habe Mosambik früher überhaupt nicht gekannt, habe dann Mosambik erst kennengelernt. Und in den ersten Jahren habe ich mir ein Bild gemacht, was ist wichtig für Mosambik, was ist nicht wichtig. Ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass das Hauptproblem in Mosambik Bildung ist. Ohne Bildung, habe ich sagen müssen, läuft gar nichts. Bildung ist wichtiger wie Klimawandel und alles Mögliche. Und darum habe ich mich konzentriert, wie kann ich Bildung überhaupt in das Land bringen. Dann habe ich erfahren, dass vor ungefähr 22 Jahren ein paar Leute eine Gesellschaft gegründet haben, die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft. Ich habe dann vor 22 Jahren den Vorsitz dieser Mini-Gesellschaft übernommen, die aus ein paar Mitgliedern bestanden hat, und habe dann überlegt, wie ich in diese Gesellschaft Bildung und Gesundheitswesen integrieren kann. Habe dann Spender gesucht, habe Kontakte gesucht mit Schulen, und so ist es losgegangen. Die erste Schule habe ich dann mit gegründet, das ist bestimmt auch schon 20 Jahre her, in Costa de Sol, eine Grundschule von der 1. bis zur 7. Klasse, wo heute rund 400 Kinder eine schulische Ausbildung bekommen. Das ist so in Mosambik das erste Projekt, fast ein Musterprojekt. In der Zwischenzeit unterhält die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft mit verschiedenen Partnern in Mosambik 9 Vorschulen, 5 Grundschulen, 2 Ausbildungszentren, ein Frauenausbildungszentrum, eine Gesundheitsstation und ist Mitbegründerin der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Katholischen Universität in Mosambik, in Beira. In Mosambik gibt es noch immer 60% Analphabeten. Und genau hier beginnt das Wirken der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft. In Abstimmung mit der Bildungsstrategie und Bildungsreform der mosambikanischen Regierung. Bevor die Kinder die Schule besuchen, sind ihnen oft wichtige Voraussetzungen dafür fremd. Das sind unter anderem die Landessprache, Ethik, Verantwortungsbewusstsein, Ordnung und Pflichtgefühl. Die langjährigen Erfahrungen der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft sind Grundlage für die stetigen Verbesserungen innerhalb der einzelnen Projekte. So hat man festgestellt, dass Kinder, die bereits ab einem Alter von 2 bis 3 Jahren zur Vorschule kommen, bessere Chancen haben, erfolgreich die einzelnen Ausbildungsstufen zu durchlaufen. Sie lernen dort vor allem die Amtssprache Portugiesisch, sie lernen Umgangsformen, Spielen, Musik und schon etwas Rechnen und Schreiben. Der Mittagsschlaf oder das regelmäßige Essen verleiht ihnen erste Ansätze von Tagesstrukturen. Wenn diese Kinder dann mit 6 Jahren in die Grundschule kommen, sind sie ihren Altersgenossen in der Gesamtentwicklung weit voraus. Für uns heutzutage unvorstellbar. Um ihre Schule zu erreichen, nehmen viele Kinder täglich lange, sehr beschwerliche und auch gefährliche Fußwege auf sich. Aber auch unter den Erwachsenen sind noch mehr als die Hälfte Analphabeten. Um diesen den Erwachsenenunterricht zu ermöglichen, welcher meist nur am Abend stattfinden kann, sind auch hier neue Lösungen gefragt. Der Einsatz neu errichteter Solaranlagen liefert das nötige Licht für diesen Unterricht, an dem sich besonders stark die Frauen beteiligen.
Denn Strom und Wasser sind in Mosambik bis heute nicht selbstverständlich. In der Zukunft wird die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft verstärkt den Ausbau der Berufsausbildung fördern. Hier arbeiten wir bereits mit den Salesianern an zwei Projekten in Maputo und Languene zusammen. Ausgebildet wird zum Beispiel in Haus- und Industrieelektrik, Photovoltaik, Schweißen, Holztechnik, Kältetechnik und Informatik. Weiter auf der To-Do-Liste steht auch der Aufbau einer Schule für Gastgewerbe und Tourismus. Um später profitabel Auftragsnäharbeiten durchführen zu können, lernen Frauen in den Handwerksschulen in Languene und Muamba den Umgang mit Stoffen und den entsprechenden Maschinen. Wichtige kaufmännische Grundlagen kommen, wie auch bei den Schülern der anderen Berufsgruppen, hinzu. Hightech im Busch. Die IT-Branche hat in Mosambik große Chancen, da Daten leichter zu transportieren sind als Waren. Große Softwarefirmen haben ihre Unterstützung bereits zugesagt. Eine Annäherung von Europa und Afrika ist dringend notwendig. Die Stadt Aalen hat mit der Stadt Vilanculos einen Freundschaftsvertrag geschlossen. Vereinbart wurde ein gemeinsamer politischer Dialog, die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Unternehmen, soziale und kulturelle Aktivitäten, Aufbau und Unterstützung der beruflichen Ausbildung an Schulen und Hochschulen sowie der Austausch in den Bereichen Umweltmanagement und allgemeine Verwaltungsaufgaben. E também agradecer ao povo alemão por todo o apoio que tem dado ao município de Vilanculos. Ich glaube, dass der Freundschaftsvertrag unserer Gemeinden viele Vorteile mit sich bringen wird. Vor allem in der Bildung, die einen großen und wichtigen qualitativen Sprung machen wird. Ich hoffe, dass die beiden Gemeinden eine Beziehung aufbauen, die so gedeiht, dass beide Seiten voneinander langfristig profitieren. Zum Schluss noch einmal vielen Dank dem deutschen Volk für die Aufmerksamkeit, die es unserem Land gegeben hat. Gemeinsam mit dem deutschen Botschafter Dr. Detlef Wolter konnte sich eine Delegation aus Aalen über die bisherigen Ausbildungsmöglichkeiten im Berufsbildungszentrum in Vilanculo informieren. Die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft arbeitet mit verschiedenen Organisationen zusammen, zum Beispiel mit der Caritas in Chokwe. In anderen Gebieten ist es die Chissano-Stiftung. In Vilanculo, einer Stadt mit über 60.000 Einwohnern, werden verschiedene Projekte von dem ehemaligen Bürgermeister Suleiman betreut. Für die DMG sind zuverlässige Kontakte die Voraussetzung, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Alle unsere Spender und Sponsoren, die bisher vor Ort waren und die Schulen und Ausbildungszentren besuchten, sind von dem Engagement der Schüler und Studenten begeistert. Sie sind nun erst recht motiviert, die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft weiterhin zu unterstützen. Wir können jetzt so viele Kinder erreichen wie nie zuvor. Neue Schulgebäude sind entstanden, Lehrer wurden eingestellt. Dies haben wir den vielen Klein- und Großspendern sowie Sachspendern zu verdanken. Eine neue Schule kann aber nur gebaut werden, wenn sichergestellt ist, dass die Spender den Unterhalt für die nächsten 10 Jahre übernehmen. Das sind zum Beispiel die Kosten für Lehrer und Wachpersonal, das Mittagessen für die Schüler und die Materialien. Wir in Deutschland können mit verhältnismäßig geringem Aufwand in Mosambik menschliche Schicksale zum Guten wenden, indem wir Kindern den Zugang zur Bildung ermöglichen.
Ob diese Kinder auf Müllkippen herummühlen müssen oder einmal als Ärzte, Lehrer und Ingenieure ihr Land verändern, hängt entscheidend von unserem Handeln in Deutschland ab. Pedra construindo um novo dia, milhões de braços.